Hallihallo. Ja, ich sitze wieder auf dem Bett, weil ich ja immer noch mein Buch auslesen möchte. Der Wettkampf ist noch nicht vorbei. Ich habe noch ein paar Stunden Zeit, um das Buch zu beenden und es noch diesen Monat zu schaffen. Und da im Moment mal das Bett einfach meine Leseposition ist, sitze ich halt hier. Ja. Irgendwann wird es sich bestimmt auch wieder ändern. Dann sitze ich wieder auf einem Lesesessel oder manchmal lese ich auch auf der Couch. Aber im Moment ist einfach das Bett für mich am bequemsten. Manchmal ein bisschen zu bequem, dass ich einschlafe. Nicht sehr förderlich, wenn man lesen möchte. Aber gut. Wie gesagt, ich lese jetzt mein Buch weiter. Ich habe unterwegs übrigens heute auch wieder fast 5 Seiten gelesen. Das ist richtig viel, weil manchmal schaffe ich nur 20 bis 30, allerhöchstens 40 Seiten am Tag. Also unterwegs. Inklusive, wenn ich in der Pause lese, natürlich nur. Sonst sind es manchmal nur 20 Seiten oder was. Und ja, dafür ist es sehr gut. Ich habe jetzt noch circa 80 Seiten vor mir. Und wir haben. Wie spät haben wir es denn? Es ist gleich 3:30. Und ich denke mal, das sollte doch machbar. Ich denke, das sollte doch machbar sein, oder? Ja. Aber ist das warm heute? Oder generell gestern war es ja auch schon so warm. Aber heute ist es ja noch wärmer als gestern. Pff, ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich schwitze lieber, als dass ich friere, ganz ehrlich. Aber, boah. Das ist schon anstrengend, dann durch die Gegend zu laufen, sei es nur 10 Minuten vom hier bis zum Bahnhof oder was. Also das ist schon puh. Aber okay, ich mag's. Irgendwo. Also da beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Aber ich habe festgestellt, ich trinke wieder einmal viel, 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 viel zu wenig. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich trinke eigentlich mehr, wenn man aus dem Glas trinkt, als aus der Flasche. Und ich trinke halt meistens aus der Flasche. Bequemlichkeit. Also habe ich mir jetzt ein Glas geholt, in der Hoffnung, dass ich mehr trinke. Ich meine, noch viel mehr trinkt man, wenn man Strohhalm trinkt, habe ich festgestellt. Aber ich probiere es erstmal mit dem Glas und dann schauen wir weiter. Ich werde berichten. Ja, jetzt werde ich erstmal. Wollte ich noch irgendwas? Ich wollte noch irgendwas sagen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt das Buch lesen, mir was trinken eingießen und dann den Nachmittag ausklingen lassen. Den Tag ausklingen, den ganzen Monat ausklingen lassen. Oh mein Gott, Monatsende. Dann könnte ich ja morgen endlich meinen Lesemonat drehen. Wenn ich schon mein Filofax-Video nicht schaffe zu drehen, ich krieg's einfach nicht auf die Kette, keine Ahnung warum, dann kann ich wenigstens einen Lesemonat drehen. Und in der Hoffnung, dass ich irgendwann auch wieder ein Filofax-Video drehen kann. Und auch den benutzen kann. Und ich mag's ja auch irgendwie benutzen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Bin ich gerade etwas Faulschlumpf. Okay, mein Arm wird lahm und ich habe Durst und ich möchte lesen, also Clip zu Ende. Es ist inzwischen einige Stunden später, genauer gesagt haben wir jetzt 6:45. Aber ich bin guter Hoffnung, dass ich das Buch auslesen werde. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich das Buch auslesen werde, weil ich habe nur noch 40 Seiten. Zwischendurch habe ich auch tatsächlich ein bisschen geschlafen. Ja, aber da habe ich bewusst hingelegt, weil mir das Buch aus der Hand gefallen ist. Ein bisschen blöd. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man im Bett liest. Da ist man halt dann irgendwie sehr schnell sehr müde. Gott, E-Mail. Puh, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ja, irgendwas will ich noch sagen. Ich habe es vergessen. Ich habe es natürlich vergessen. Ich werde gleich auf jeden Fall unter die Dusche springen. Und habe zwischendurch auch ein paar Videos geguckt. Und das noch Nachtisch gemacht. Wo ich vorher was gegessen hatte. Habe ich das eigentlich vorher oder nachgemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich das davor gegessen. Ja. Und ja, dann werde ich weiterlesen. Immer im Wechsel mit Video gucken. Das klappt auf jeden Fall. Ich bin ja wieder bis 9, bis 9. Ich wollte gerade 19 Uhr sagen, nein. Bis 9 ungefähr alleine, weil Daniel Spätdienst hat. Unser Spätdienst geht aber nur noch bis 20 Uhr und nicht bis 22 Uhr wie vorher. Ja, mal gucken, mal schauen. Dann werde ich mir einen griechischen Salat machen, also griechischen Salat machen. Da sind halt dann Oliven und Schafskäse drin. Deswegen ist das für mich griechischer Salat. Wenn mir viel ein, ich habe ja auch noch Oliven. Schwarze. Ehe. Da kommt jemand. Angeschlichen kommt er da. Ja. Gut. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben, ein kurzes Update zu sagen. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich gedacht, ich noch was sagen wollte, aber ich ist aus meinem Kopf verschwunden. Ich habe euch ja von dem Seepferdchen-Klopapier erzählt, nicht wahr? Da ist es.
Es ist zwar ein bisschen glubschi, aber es ist ein Seepferdchen. Auf dem Klopapier. Ganz super. Und wer kommt da angeknuddelt? Ja. Ich wollte mir eigentlich nur einen kleinen Salat machen heute. Weil es ist schon nach 21 Uhr und ich habe hier so großen Hunger. Ja, sehr klein? Ich glaube nicht. Egal, ich lasse ihn mir schmecken. Endspurt, nur noch 10 Seiten. Ich will die heute noch schaffen, es ist schon weit nach 10, aber ich musste gerade noch ein Video gucken. Denn ich habe erfahren, dass das Blondinchen mich getaggt hat. Für welchen Tag werdet ihr denn erfahren, wenn das Video online ist? Aber dafür nochmal vielen, vielen Dank dafür. Dafür nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ne? Und liebe Grüße an dich. Ich werde das Video schnellstmöglich abdrehen. Habe ich dir auch schon unter deinem Video kommentiert. Mal gucken, morgen, übermorgen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall noch die Woche, denke ich. Ich habe mir die Frage auch schon aufgeschrieben, bevor ich dann gesehen habe, dass sie in der Infobox stehen. Ganz schlau. Egal. Wurst. Ja, wie gesagt, ich lese jetzt noch schnell und dann geht's ins Bett. Ich werde mich also gleich noch einmal melden, um zu sagen, ob ich es ausgelesen habe oder nicht. Und ja, fange ich mal an. Geschafft! Das Buch ist zu Ende und ich freue mich tatsächlich auf die nächsten Bände, wenn ich sie irgendwann mal habe. Und das Ende war auch sehr schön und ja, toll, toll. Also da ist eine Sache passiert, die mich grinsen ließ. Ja, was fand ich so das super mega tolle Buch, aber es war okay. Hat sich ja vor allem sehr schnell lesen lassen, also mehr dazu dann morgen in meinem Lesemonat, wenn ich es dann morgen schaffe zu drehen. Ja, und jetzt geht's schlafen. Randaliert er noch irgendwie rum. Ja, und da gibt's morgen einen neuen Tag. Morgen ist Archivtag. Aber wir hatten, also nicht wir haben beschlossen, es wurde beschlossen, dass wir nur noch jeweils einen Tag in der Woche da sind. Und ja, morgen bin ich dran. Und morgen kommt der Organisator quasi wieder und er weiß zunächst, dass da irgendwie nicht viel passiert ist in der letzten Zeit. Bisschen Angst. Aber wird schon. Und, ganz furchtbar, meine Betty Boop Socken. Ja, Socken. Meine Socken, meine Socken. Ja, jetzt. Sind kaputt. Wie können die einfach kaputt gehen? Ich habe noch nie weiter welche gesehen und Snoopy gibt es ständig, aber die Bub halt nicht. Und, gemein. Ich traue mich nicht, die wegzuschmeißen, das sind die einzigen, aber anziehen kann man sie auch nicht mehr, also fliegen sie in Müll. Aber ich habe jetzt noch meine Video-Erinnerung, wie sie aussahen. Falls irgendjemand irgendwo bei die Bubsocken sehen sollte, sagt mir mal Bescheid. Okay. Gute Nacht.